Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Am 10. April fand in Güstrow das Geologiesymposium des LungenMV zu Potenzialen im Untergrund, unter anderem der Nutzung geothermischer Sandsteinreservoire und der Speicherung von Wind- und Solarstrom in Salzkavernen statt. Erdwärme und Energiespeicher sind derzeit sehr aktuell. Um diese und auch andere Geopotenziale ging es bei einem Symposium am vergangenen Mittwoch im Bürgerhaus in Güstrow. Hier trafen sich Männer und Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch darüber hinaus, die mit genau diesen Themen zu tun haben. Ob als Wärmeversorger, kommunale Vertreter oder auch solche, die in diesem Bereich in Ämtern arbeiten. Der Dezernatsleiter für Untergrund und Geothermie im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Dr. Carsten Obst, hatte die Organisation des Symposiums übernommen. Thematisch ging es um Untergrundpotenziale im Land, um Nutzungsmöglichkeiten für die Erdwärme sowie die Energiespeicherung. Ja, die Potenziale im Land sind riesig. Wir haben viele Rinnensandsteine, die sind auskartiert im Untergrund, umfassen etwa 2/3 der Landesfläche. Und überall, wo diese Sandsteine vorkommen, ist es theoretisch denkbar, dass man dort mitteltiefe Geothermieprojekte anschiebt. Das Bürgerhaus war gut gefüllt, um die Vorträge der Fachleute zu hören oder auch Fragen zu stellen. Auch Till Backhaus, dem Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, ist dieses Thema selbstverständlich wichtig. Er spricht von einem großen Erfahrungsschatz im Bereich der Geothermie schon seit Jahren. Ja, die geologischen Voraussetzungen in Mecklenburg-Vorpommern sind ja hervorragend. Im Übrigen haben wir große Erfahrung auch mit der Geothermie. Schon in den 80er Jahren ist ja in der DDR Mecklenburg-Vorpommern, also in den Bezirken Schwerin, Neubrandenburg, Rostock, sind ja die Potenziale schon kontrolliert und erschlossen worden zum Teil. Das heißt, wir sind das Bundesland mit den größten Erfahrungen und Mecklenburg-Vorpommern hat, wenn man so will, flächendeckend tatsächlich Potenziale, also Wärmepotenziale mit der Erdwärme, die hervorragend sind. In den Vorträgen ging es unter anderem um Nutzungsoptionen der Geothermie in Norddeutschland. Dr. André Deinhardt von der Geothermie Neubrandenburg GmbH unterstrich seine Ausführungen ganz praktisch. Ein geothermisches Heizkraftwerk in Neustadt-Lewe oder auch das geothermische Heizwerk in Schwerin, das kurz vor der Einschaltung steht, waren nur zwei seiner Beispiele. Aber er zeigte auch die vier Phasen der Entwicklung solcher Projekte auf. Nur Sonnenenergie und Windenergie zu nutzen, wird künftig wohl kaum reichen, sagt der Minister. Das bedeutet natürlich auf der einen Seite, die einen reden ja über das Abschmelzen der fossilen Energien. Das muss kommen, das sehe ich auch so. Und auf der anderen Seite brauchen wir eine sogenannte Grundlastfähigkeit. Das heißt, wenn es im Winter der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, wo soll denn dann die Energie herkommen? Und da ist die Erdwärme natürlich ein wahnsinnig tolles Potenzial. In der Vergangenheit ist das nicht mehr erschlossen worden, weil die Energie natürlich doch teurer ist. Weil wir müssen ja tief in die Erde rein. Von der Oberfläche her, sage ich mal, bis auf 2000 Meter runter, da ist dann 110 Grad heißes Wasser. Das ist Wahnsinn. Das wird auch noch heißer, je tiefer man da hineinkommt. Aber das kostet natürlich sehr viel Geld, das zu erschließen. Auch anhand der Beispiele in den Vorträgen wurde deutlich, wie die Geothermie an Fahrt aufgenommen hat. Die Thematik reichte von der Erkundung bis hin zur Erschließung. Von rechtlichen Rahmenbedingungen bis hin zu Möglichkeiten der Speicherung von Wasserstoff im Untergrund. Interessante Themen also und wichtig, sich damit auszukennen. Aber das allein genügt nicht, sondern das Land will seinen Beitrag leisten, um Projekte mit anzuschieben. Deswegen müssen wir Förderprogramme auflegen. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium sind wir dabei, das auch auf den Weg zu bringen. Es wird Modellprojekte geben in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir wollen dann natürlich auch und insbesondere für die Städte, auch für die kleineren Gemeinden, Lösungen anbieten mit einem Nahwärmenetz. Wir wären damit im Übrigen ja auch unabhängig von Großkonzernen, weil das könnte man ja schön als eine Genossenschaft oder als eine GmbH oder als Landwerke oder wie auch immer mit den Stadtwerken zusammen entwickeln, sodass man vor Ort eine Kreislaufwirtschaft entwickelt. Da darf man gespannt sein, welche weiteren Geothermieprojekte, vielleicht auch in Güstrow, in der Zukunft auf den Weg gebracht werden.
Die Bützower Tafel ist ein gemeinnütziger Verein, der gerettete Lebensmittel an über 150 Haushalte und mehr als 300 Menschen in Bützow und Schwan verteilt. Täglich helfen bis zu 15 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Derzeit sucht die Tafel noch nach Fahrerinnen oder Fahrern für tägliche Fahrten zu den Lebensmittelmärkten in Bützow und Schwan, jeweils für circa 2 bis 3 Stunden. Wenn Sie vormittags Zeit haben, einen gültigen Führerschein besitzen und sich für benachteiligte Menschen engagieren möchten, melden Sie sich gerne bei der Tafel. Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Voraus. Melden Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail. Am 11. April fand an der Fachhochschule in Güstrow eine Evaluation des 3. Landesaktionsplans zur Bekämpfung von häuslicher und sexualisierter Gewalt statt. Häusliche Gewalt ist ein Thema, das nichts an Aktualität verloren hat. Immerhin gab es in MV 1964 Fälle von häuslicher Gewalt im Jahr 2022. Zumeist sind Frauen davon betroffen. Menschen vor häuslicher Gewalt zu schützen, ist Teil der Istanbul-Konvention. Diese soll noch besser in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden. Am Donnerstag trafen sich hier etwa 80 Verantwortliche aus verschiedenen Institutionen und Vereinen des Landes, die in Beratungsstellen, Interventionsstellen oder Frauenschutzhäusern mit Betroffenen von häuslicher Gewalt zu tun haben. Auch Jacqueline Bernhard, Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz, war vor Ort. Sie hat sich hohe Ziele gesteckt. Dass wir das umsetzen, was uns die Istanbul-Konvention vorgibt, dass wir Frauen vor häuslicher und sexueller Gewalt schützen, dass wir alles tun, um Gewalt zu vermeiden, dass wir alles tun, um Gewalt zu bekämpfen. Und genau dafür ist es heute wichtig, dass wir einmal die Evaluation vorstellen, dessen, was wir bisher haben, des 3. Landesaktionsplanes zur Bekämpfung von häuslicher und sexualisierter Gewalt und schauen, wo müssen wir noch hin, damit wir auch die Istanbul-Konvention weiter umsetzen, das Ziel, was ich gerade formuliert habe, auch erreichen können. Diese Evaluation, was auch mit Begutachtung oder Bewertung übersetzt werden kann, wurde vom Rostocker Institut für Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis gefertigt und Lisa Richter stellte sie vor. Die Soziologin hatte mit einem kleinen Team die Befragung dafür durchgeführt. Fortbildungen sind ein zentraler Bestandteil in der frühen Erkennung von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Neben diesem Ergebnis gibt es weitere. Das Beratungs- und Hilfenetz hat viele Frauenhäuser und Beratungsstellen, aber es ist auch deutlich geworden, dass die Kapazitäten in den einzelnen Regionen, was zum Teil die Schutzplätze, aber auch die personellen Ressourcen angeht, noch nicht ausreichend sind. Und auch der Blick für unterschiedliche Gruppen von Gewaltbetroffenen ist wichtig. Es gibt zum einen Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche sind mit betroffen. Und es gibt neben häuslicher Gewalt eben auch sexualisierte Gewalt und Zwangsheirat sowie Zwangsprostitution. Alles Themen und Gewaltformen, die im Beratungs- und Hilfenetz gut adressiert werden können. Außerdem sei eine gute Zusammenarbeit zwischen den Fallbeteiligten besonders wichtig. Darum sind Hilfenetzwerke direkt vor Ort, aber auch landesweit für die Arbeit erforderlich. Menschen mit Gewalterfahrungen brauchen dringend Hilfe, wie zum Beispiel im Frauenschutzhaus. Jacqueline Garske hörte mit ihren Mitarbeiterinnen darum bei der Evaluation ganz genau hin. Wir hatten uns ja gefreut, dass sehr kurzfristig so eine Befragung stattgefunden hat, wo alle Beratungsstellen und Frauenhäuser teilnehmen konnten. Und die Fragen waren schon sehr detailliert und wir hoffen jetzt so darauf, dass einfach die Defizite aufgezeigt werden, dass einfach Plätze in Frauenschutzhäusern fehlen in der Anzahl in Mecklenburg-Vorpommern, dass Kräfte in den Beratungsstellen fehlen, weil ja oft Beratungsstellen mit einer Personalstelle besetzt sind, dass da vielleicht wirklich rauskommt, dass wirklich da mehr Personal benötigt wird, dass die Kinder in Frauenschutzhäusern oft nicht gesehen werden, also dass wir dringend eine Kinderfachkraft in den Frauenschutzhäusern brauchen und auch natürlich immer, dass die finanzielle Ausstattung auf viel festere Füße gebracht werden muss. So ganz konkret wurde es bei der Zusammenkunft am Donnerstag noch nicht. Allerdings wurde über einiges diskutiert und Nachfragen zum Bericht konnten gestellt werden. Ein Beschluss, der bereits gefasst wurde, fand von den Teilnehmern keine Zustimmung. In diesem Jahr soll die Landesinterventionsstelle CORA geschlossen werden. Ab dem 2. Mai wird es eine Landeskoordinierungsstelle geben, die dem Ministerium angegliedert ist. Ob dieser Fakt den derzeit nicht ausreichenden Ressourcen im Beratungsbereich, in der Prävention und Unterstützung von Minderjährigen tatsächlich hilfreich sein wird, bleibt allerdings abzuwarten. Sind Sie interessiert an einem FSJ in der Kindertagesstätte Storchennest in Bennett? Begleiten und unterstützen Sie Kindergruppen sowie pädagogische Fachkräfte im Alltag und bei besonderen Veranstaltungen. Persönliche Eigenschaften wie Offenheit, Teamfähigkeit oder Flexibilität sind gefragt.
Wenn Sie Interesse haben, vom 1. September bis zum 31. August nächsten Jahres ein FSJ in der Kita Storchennest zu absolvieren, dann senden Sie Ihre Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf bis zum 15. Mai an sabine.trost@bützow.de. Für Fragen zur Einrichtung steht Ihnen ebenfalls gerne die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Gruschow, unter 038464 20223 zur Verfügung. Unser Dorf hat Zukunft. So lautet der Titel des bundesweiten Wettbewerbs für Menschen in ländlichen Räumen. Hier ist ein guter Ort zum Leben. Hier fühlen wir uns wohl. Wer das sagen kann, der ist beim Kreiswettbewerb unter dem Motto Unser Dorf hat Zukunft genau richtig. Denn hier geht es darum, die Aktivitäten seines Ortes oder seiner Gemeinde aufzuzeigen. Am vergangenen Dienstag fand in Großwokern die Auftaktveranstaltung für die 12. Auflage dieses Wettbewerbs statt. Und Landrat Sebastian Konstin ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Sein Standpunkt ist klar. In erster Linie ist es wichtig für die Gemeinden, dass sie sich entsprechend präsentieren können, dass sie sich mit ihren Ideen vor allen Dingen präsentieren können. Es geht ja nicht darum, wie sieht die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt aus, sondern welche Ziele hat man sich gesteckt und wie ist der Umsetzungsplan für diese Ziele. Darin ist auch der Name Unser Dorf hat Zukunft begründet. Letztendlich können die Dörfer, können einzelne Ortsteile sich bewerben mit einem Plan für die Zukunft, der dann auch entsprechend über eine Jury bewertet wird und es dann zu einer entsprechenden Siegerehrung oder auch nicht kommt. Nach der Besichtigung eines Betriebes im Ort schauten sich die etwa 40 Teilnehmer die erst 2020 fertiggestellte Kita Kleiner Maulwurf an. Schließlich war die Gemeinde Großwokern beim 11. Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft als Sieger hervorgegangen. Etwas Stolz schwingt in den Ausführungen von Bürgermeister Christian Lubiner mit, als er davon erzählt, was in seiner Gemeinde in den vergangenen Jahren geschaffen wurde. Auch die Prämie konnte gut verwendet werden. Für die Prämie, die wir bekommen haben als Kreissieger, haben wir unser Kulturhaus neu die Wärmedämmung gemacht, haben dort 50.000 Euro vom Kreis bekommen, haben 20.000 Euro mussten wir ja zulegen und haben dann noch einmal 70.000 Euro rund investiert und haben die komplette Gaststätte neu wärmegedämmt, neue Türen, Terrassentür, Eingangsbereich und. Und es hat sich für uns gelohnt. Also würden Sie jedem auch empfehlen, da mitzumachen? Natürlich, nicht nur wegen dem Geld. Nicht nur wegen dem Geld. Der Bekanntheitsgrad, wenn man sich mit anderen Bürgermeistern unterhält. Aha, Großwokern, Mensch, ihr wart doch mal Sieger. Das ist doch eine tolle Sache. Der Wettbewerb, der in drei Ebenen durchgeführt wird, soll im Frühjahr 2025 stattfinden. Genau deshalb ist es wichtig, dass sich die Gemeinden bis September bei Carmen Lehnert melden, die im Sachgebiet Zentrale Fördermittelstelle Fragen gern beantworten wird. Sie würde sich freuen, wenn sich viele bei ihr melden. Es gibt viele Gemeinden, die tatsächlich bei so einer Reflexion erst mitbekommen haben oder erst mal feststellen, was sie tatsächlich in all den Jahren geschaffen haben. Wofür haben wir uns entschieden? Welchen Weg wollen wir mit unserer Gemeinde gehen? Es geht noch nicht mal darum, dass das Dorf total perfekt ist. Darum geht es gar nicht. Es ist ganz wichtig zu gucken, wo wollen wir hin? Wo wollen wir auch noch in den nächsten Jahren sein? Auch gesucht werden Dorfgemeinschaften, die sich auf dem Land für die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen, ökologischen und baulichen Belange ihres Heimatortes engagieren. Dabei muss nicht unbedingt der Bürgermeister die Unterlagen einreichen. Es können auch Vereine sein. Beispielsweise war es bei Mühlrosin einst der Verein Bistede, der für den Wettbewerb alles Nötige in die Wege geleitet hat. Dr. Ulrich Blau berichtete am Dienstag von seinen Erfahrungen. Mühlrosin war damals sogar auf Landesebene als Sieger hervorgegangen. Dieser Gemeinde gilt es nachzueifern. Schließlich gibt es zahlreiche Gemeinden und Orte im Landkreis Rostock. Und jede hat etwas vorzuweisen. Carmen Lehnert stellt die verschiedenen Bewertungskriterien heraus. Es gibt ja fünf Bewertungspunkte, unter anderem der Ort in der Landschaft. Dann ganz wichtig das soziale Engagement in der Gemeinde. Was habe ich alles? Und da zählen alles dazu, alle Vereine, alles, was man so macht. Von der Feuerwehr über den Sportverein, die Frauen, die Volkssolidarität. Das führt man alles auf. Auch die baulichen Sachen, die man so hat, ne? So wie zum Beispiel Großwokern hat ja jetzt hier nochmal ein neues B-Plan-Gebiet hier unten angeschoben. Das haben andere auch. Das gehört ja alles dazu. Und das ist immer, wenn man so eine schöne Mappe vorbereitet, ne? Das ist immer was ganz Nettes, was dann so ankommt. Bis zum 30. September können sich Dörfer und Ortsteile bis zu 3000 Einwohner bei Carmen Lehnert melden. Und wer weiß, vielleicht gewinnt gerade ihr Ort dann den ersten Platz, für den es immerhin 4000 Euro gibt. Aber auch der zweite und dritte Platz gehen nicht leer aus.
Willkommen zu den Kulturnews. Der Kunst- und Altertumsverein Güstrow e.V. hatte für Montag, den 15. April, zu einer Führung durch die Ausstellung Politische Plakate von Professor Gunter Rambo eingeladen. Krankheitsbedingt muss die Führung leider kurzfristig abgesagt werden. Die Mitglieder des KAV bitten um Verständnis und wünschen baldige Genesung. Die Diva La Krutke vereint Musik, Gesang und Einzigartigkeit. Mit einer großartigen Stimme und charmant frivoler Comedy verspricht sie einen unvergesslichen Abend. Die Veranstaltung in der Güstrower Uwe-Jonsson-Bibliothek am 23. August umfasst exaltierten Charme, kapriziöse Lebensweisheiten, offenherzige Anzüglichkeit, selbstbewusste Selbstironie und fabelhaften Gesang. Karten sind ab sofort in der Uwe-Jonsson-Bibliothek erhältlich. Quarterback. Welche Hindernisse musst du überwinden? So lautete der Titel des diesjährigen Theaterstückes der Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schule in Güstrow. Sie sind selbst auf den letzten Metern in ihrer Ausbildung zum Erzieher. Jetzt brachten die 20 Schüler der Klasse ERZ 21 vom beruflichen Bildungszentrum des Landkreises Rostock in Bockhorst ihr selbstgeschriebenes Theaterstück auf die Bühne. Dafür haben sie seit dem 26. Februar viel investiert. Die Idee hatten sie zwar schon seit Ende vergangenen Jahres, aber es musste ein Drehbuch geschrieben, die Schauspieler gefunden und auch für das richtige Licht und den perfekten Ton musste gesorgt werden. Wie im Kino üblich, konnten sich die Zuschauer, es waren Schüler aus verschiedenen Schulen, vor Beginn mit Popcorn, Waffeln oder auch Kuchen versorgen. Dafür sorgten ebenfalls einige der künftigen Erzieher. Jede und jeder hatte eine Aufgabe übernommen. Samira Vorpahl hatte sich dafür entschieden, an dem Stück mitzuschreiben. An sich bin ich ziemlich kreativ, das definitiv. Ich lese auch sehr viel und es kam jetzt eher per Zufall, dass ich das dann geschrieben habe, weil ich sag mal, die Rollen waren schon vergeben und ich habe mich als die Verantwortung gesehen, dass ich das dann mitschreibe. Und dann war ich dann in dieser Position und habe das dann mitgeschrieben und habe dann, sag ich mal, meine kreative Ader ein bisschen ausleben lassen mit den Ideen, die unsere Klasse natürlich schon hatte, dass ich daraus dann ein Stück schreibe. Quarterback, so lautete der Titel des Theaterstücks, das speziell für Jugendliche konzipiert wurde. Es beinhaltete eben auch Themen, die junge Leute bewegen. Unter anderem ging es um Akzeptanz, das Angenommenwerden, aber auch darum, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Drei Protagonisten standen im Vordergrund. Der 24-jährige Karl Tarnowski gehörte ebenfalls zur Regiegruppe und hat seine Vorstellungen, was mit dem Stück ausgedrückt werden soll. Ja, ich sag jetzt mal, wichtig war der Kerngedanke zu sagen, wir wollen halt was für die Jugend in dem Fall schreiben, dass halt die Wünsche vor allem in dem Fall verfolgt werden, sage ich jetzt mal. Also heißt, dass sie an ihren Träumen glauben und diese auch verfolgen und sich, sage ich mal, wie es in dem Stück dann auch dargestellt wird, nicht einfach vom Weg abkommen, sondern auch mal selber sich reflektieren können und sagen, okay, einfach mal das durchzuziehen, was sie sich auch vorgenommen haben. In etwa 4 Wochen wurde das 50-seitige Drehbuch von den künftigen Erziehern verfasst. Dabei wurden die bereits fertigen Szenen parallel von den schauspielenden Mitstreitern schon geprobt. Erst in der vergangenen Woche seien sie dann fertig geworden. Für den 34-jährigen Hannes Maas war das schon eine herausfordernde Aufgabe. Man muss schon sagen, dass es halt ein kurzer Zeitraum war, in dem wir jetzt das alles realisiert haben hier. Und in der Zeit waren wir vor große Aufgaben gestellt, auch als Klasse intern. Wir haben Konflikte ausbaden müssen. Und sind jetzt am Ende, denke ich mal, sehr stolz darauf, was wir hier geschafft haben. Und jetzt, mich persönlich macht am meisten stolz, jetzt zu sehen, wie wir alle harmonieren, wie jeder Einzelne hier glänzen kann. Und ja, dass wir hoffen, dass wir damit dann auch alle erreichen wollen und erreichen können. Ne? Am Montag hatten die künftigen Erzieher ihre Generalprobe und zeigten das Stück dann an 3 Tagen. Bei jeder Veranstaltung passten etwa 180 Zuschauer in die Aula. Das brachte natürlich bei den Akteuren etwas mehr Aufregung mit sich. Ebenso für die Gesamtleistung der Klasse gab es Noten, wie für das Interagieren und die Leistung der Einzelnen. Nach Ostern geht es für die künftigen Erzieher ins Abschlusspraktikum und im Sommer werden sie dann alle ihre Ausbildungszeit beenden. Warum aber hatten sie sich bei ihrem Abschlussstück für solch ein eher schwieriges Thema entschieden? Wir haben viele bei uns in der Klasse, die auch mit der Jugend später zusammenarbeiten wollen. Und für uns war das halt eine große Herausforderung, junge Leute zu bewegen, ist halt nicht das Einfache. Kleine Kinder, sage ich mal, sind schneller zu begeistern und wir haben einfach die Herausforderung gesehen und wollten sie annehmen. Letztlich gab es im Theaterstück kein Happy End. Der Ausgang blieb zum Teil offen. Die noch jungen Zuschauer konnten also auch im Nachhinein weiter über das Thema und ihre eigenen Wünsche nachdenken.
Der Güstrow-Tourismus e.V. läutet am 27. April die Saison der Genusstouren wieder ein. Starten Sie Ihre kulinarische Tagesreise mit einem kleinen Appetithäppchen, perfekt für die malerische Fahrt nach Niendorf zur Pasta-Manufaktur in der Nähe von Schwan. Dort erwarten Sie frische Pasta, Chutneys, Soßen und eine Vielfalt an Getränken für das Mittagessen nach einer Führung durch die Manufaktur. Nach dieser genussvollen Stärkung geht es weiter zur Besichtigung der Kunstmühle Schwan inklusive einer Sonderausstellung. Anschließend geht es mit einem kurzen Abstecher zur Burg Werle, bevor es dann wieder nach Güstrow geht, wo Snacks und Getränke bei der Städtischen Galerie Wollhalle auf Sie warten. Anmeldeschluss ist der 20. April. Die Streckenlänge beträgt ca. 52 Kilometer. Die Dauer ist auf ungefähr 8 Stunden angesetzt. Treffpunkt am 27.04. um 10 Uhr ist der Marktplatz in Güstrow. Willkommen beim Sport. Der Tanzverein TV 97 Güstrow e.V. lädt am 20. April zum Frühlingsball in das Güstrower Bürgerhaus ein. Freuen Sie sich auf Live-Musik und eine festliche Stimmung. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Karten sind erhältlich unter der Telefonnummer 0162 614 7913. Ja, da komme ich auch schon an. Ja, hallo und herzlich willkommen im Hagebaumarkt Güstrow. Mein Name ist Wilfried Minnig und heute will ich mal richtig angeben. Wir haben umgebaut, wir haben unsere Erdenfläche erweitert. Wer das früher kannte und vor einem Jahr noch, das war so eine Ecke gewesen, wo man nicht wirklich hingefunden hat und wo es ein bisschen enge war. Jetzt haben wir hier Platz. Und zwar so viel Platz, dass wir hier über 70 Paletten Blumenerde, Rindenmulch, Substrate und was weiß ich, der Gärtner noch so braucht haben. Wir haben über 60 Sorten Blumenerde, Rindenmulch, Substrate, Hackschnitzel und die tollsten Sachen überhaupt. Ich heb's mal hoch. Wir haben sogar den Goldstaub des Kleingärtners, nämlich original Zingster Rinderdung. Leute, wer hier nichts findet, findet woanders auch nichts. Vielen Dank, bleibt bei uns oder kommt her. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. In der vergangenen Woche hat der Landkreis beschlossen, dass... Ich glaube, das ist ein Fall für Olaf. Olaf, gut, hallo. Dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich bin jetzt öfter hier. Nee, Olaf, das wusste ich noch nicht, aber das freut mich. Naja, meine Kollegen und ich sind jetzt auch dabei. Aber habt ihr nicht total viel bei euch zu tun? Schau mal, die WGG ist nicht nur ein toller Arbeitgeber und macht Vermietungen und andere Dienstleistungen und noch viele ganz andere Sachen. Wir bilden Azubis aus, helfen der Stadt und den Vereinen vor Ort. Wir machen vieles für unsere Mieter und das wollen wir zeigen. Das finde ich total klasse. Und ich freue mich, dass wir uns dann öfter sehen. Ja, Vorsicht. Oh. Du bist wichtig. Ich bin wichtig. Eine junge Familie braucht mich. Das WC ist zu stoppen. Ich will dich nicht aufhalten. Tschüss. Olaf, vielen Dank.
Willkommen beim Wetter. Heute Abend kommt es zu einzelnen Regenschauern bei Temperaturen zwischen 17 und 13 Grad. In der Nacht bleibt es trocken, die Luft kühlt sich ab auf 10 Grad. Am Samstag kommt es bis zum Nachmittag zu einem Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 10 und 19 Grad. Abends ist es bedeckt bei Werten zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht gehen die Werte zurück auf 14 Grad. Sonntagmorgen ist der Himmel ebenfalls bedeckt bei Temperaturen um die 12 Grad. Im Laufe des Mittags ist es überwiegend dicht bewölkt bei Temperaturen von maximal 13 Grad. Am Abend stören nur noch einzelne Wolken den sonst blauen Himmel. Die Luft kühlt sich ab auf 11 bis 8 Grad und in der Nacht fällt das Thermometer auf 6 Grad. Hier geht es weiter mit unserem neuen Format der Sprechstunde auf Güstrow TV. Im Anschluss die aktuelle Ausgabe von Im Fokus, aktuelle Themen im Talk. Dieses Mal rund um die Tourismuskonzeption bei uns in Güstrow. Willkommen in der Steakwerft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also kommt vorbei.